Daniel Dreier, komme aus Hannover, arbeite bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken, wohne da zurzeit auch noch. Ziehe jetzt bald um, ich bin so ein bisschen im Stress so. Naja, Stress würde ich weniger sagen, das ist alles sehr aufregend, ist das. Ne? Ziehe dann nach Winsen, Meißendorf ist das. Wunderschöne Gegend, das ist auch der Grund, warum ich da hinziehe. Ja, bin geschieden, habe ein Kind, 8 Jahre alt, das ist ein Junge. Und mit dem habe ich das auch schon gemacht, ja. Eine Übung habe ich mit ihm gemacht. Aber wie das manchmal so ist, denn der Papa, ach ja, ich musste da ganz schön Geduld haben auf jeden Fall. Ich habe mir schon vor etwa 1,5 Jahren habe ich mir überlegt, mich doch beruflich zu verändern, in Anführungsstrichen, weil ich mag das schon sehr gerne, bei Volkswagen zu arbeiten, und mir würde auch was fehlen, wenn ich von heute auf morgen da aufhören würde. Es ist einfach nur so ein Horizont erweitern auch. Ne? Was daraus wird, das wird sich zeigen. Ne? Eventuell kann ich sogar mit Volkswagen zusammenarbeiten, das muss ich alles mal schauen, wie das funktioniert. Und der erste Gedanke war doch, in den Kindergarten mal reinzuschnuppern. Ja? Weil ich habe nämlich durch meinen Sohn gemerkt, dass ich mit Kindern sehr gut kann. Ich habe eine Übung mit meinem Sohn gemacht. Da hat man eben schon mal drüber gesprochen, ne, glaube ich. Ne? Das hat so mehr oder weniger gut geklappt, ne, aber es hat auch was gebracht zum Nachhinein, wenn ich das jetzt mal so beobachte, scheint es doch schon bei meinem Sohn doch so, ja, es hat schon was gebracht. Ja. Ich selber habe auch eine Übung gemacht, hat sich auch ergeben gehabt, und ich war ganz überrascht auch. Ne, ja, das hat auch, es ist ja meistens so, man macht sowas und dann kommt man dann gleich in diese Situation, wo sich dann das auf die Probe stellt, ja. Und ja, also ich habe da so reagiert, wie ich es mir auch irgendwo vorgestellt hatte, und das war gut. Wir gehen ja immer davon aus, die Kinder sind in der Schule, und oftmals kommen ja diese Probleme eben aus der Schule auch. Ne? Und ich sag mal, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Ich bin aber immer der Meinung, die Ursachen, da sollte man rangehen. Ne? Und ich bin so ein Mensch, ich beobachte das auch, und ich habe gesehen, es gibt Petitionen, die diese Schulpflicht ein bisschen entschärfen und eine Bildungspflicht draus machen. Und ich glaube, wir sind auch in Europa das einzige Land, was eine Schulpflicht hat. Ja, es gibt also zig Länder, die haben zum Beispiel eine Bildungspflicht. Und wo denn mehr Freiheit auch für die Kinder da ist, das heißt erstmal die Eltern können auch mitbestimmen, ja. Man sagt ja, wir leben in einem demokratischen Land, aber das ist alles andere als demokratisch. Mhm. Sag ich mal, weil es der Staat bestimmt einfach, du musst dein Kind in die Schule schicken, ja, und du kannst als Elternteil nichts dagegen machen. Du musst das Spielchen mitspielen. Und ich wünsche mir schon, dass das mehr entschärft würde. Und dann, IPE ist in dem Fall gut, ja, sobald diese Probleme auftreten. Aber ich denke, diese Probleme würden auch sehr entschärft werden, wenn da mehr Freiheit da wäre.